Liebe Chemiefreundinnen und Freunde, hier ist André. Ich begrüße euch ganz herzlich zum Video Reaktion erster Ordnung Halbwertszeit. Eine Reaktion erster Ordnung wird durch eine kinetische Gleichung V gleich minus K mal C beschrieben. V ist dabei die Reaktionsgeschwindigkeit des Zerfalls des Eduktes und K ist die Geschwindigkeitskonstante. Man erhält als Funktion C von T, C ist gleich C0 mal E hoch minus K mal T. Und noch einmal alle verwendeten Symbole in der Übersicht. V ist die Reaktionsgeschwindigkeit des Zerfalls des Eduktes. K ist die Geschwindigkeitskonstante. T ist die Zeit der chemischen Reaktion. C ist die Konzentration des Edukts und C0 die Konzentration des Edukts bei T gleich 0. E ist die Eulersche Zahl, eine irrationale Zahl, die etwa die... Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com.